So, also nochmal das Ganze. Diesmal mache ich es von vornherein mit Tastatur. Es dürfte dann einen Ticken schneller gehen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, wir müssen da hoch. Du kannst schon mal Feuerball vorbereiten. Du stehst rechts und Gosmog kann auch hier vorbereiten. Der steht links. Und sobald ein Gegner kommt, machen wir einfach Leben einfrieren. Also wir machen erstmal einen Feuerball und wenn das nicht hilft, dann machen wir Leben einfrieren. So. Die sind so doof positioniert teilweise. So, hier rum. Nee, dich töten wir nicht. Du kostest nur Zeit und du stehst da echt doof. Komm da raus. Ja, wir können dich so lange hauen. Ich bin echt versucht, den einfach wegzubrennen mit dem Feuerball, aber wenn wir das immer machen, wenn mal irgendwas im Weg steht, dann sind wir so schnell ohne Mana. Komm her. Dispel, komm hier raus, komm hier raus. Schneller. Oh, die Ladungen sind alle, nee, ne? Kannst du jetzt vielleicht noch da mit Ladung? Nö. Aber gut, wir können dann vorbeilaufen. So, der Stab kann eigentlich weg, aber der bringt immer noch Mana. Gehe ich jetzt einfach mal von aus. Das war die dritte Tür, da wollen wir nicht lang. Wir wollen möglichst schnell durch das Gebiet hier raus. Was liegt da? Eine Münze. Okay, ganz viele Bläulinge. Und bei den drei Türen, sehr schön. Wir wollen nicht durch die Türen, wir wollen zurück. Da liegt die Spur lang. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Darum. Und hier ist auch schon das Urdrehdingens, wo wir uns falsch gedreht haben. Also so rum. Und da ist das Goldene. Jetzt müssen wir uns zurückdrehen und müsste gleich die Treppe nach oben sein. Sehr schön. So. Mann, Mann, Mann. Ja, ich wusste doch, dass irgendwann das Essen echt ein Problem werden wird. Und was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt nach oben, versuchen da die Kisten auseinanderzunehmen. Ah ne, in dem Feuerstabraum war ja gar nichts. Wir versuchen jetzt zu dem Pilzlevel wieder durchzukommen. Einfrieren. Und dann werden wir da eine Weile verbringen müssen. Und gucken, wie es mit dem Respawn ist, ob es überhaupt hinhaut. So, hier ist die eine Tür, die wir können kurz. Oh oh. Er steht falsch. Da geht eine Spur lang, da geht eine Spur lang. Was soll denn das? Brot. Sehr schön. Warum auch immer hier Brot auf dem Boden rumliegt. Wer hat zuerst Hunger? Du nicht, du nicht. Doch, er oder er? Er hat einen Ticken weniger. So. Das heißt, Nabi bekommt jetzt zuerst Hunger. Bekommt zuerst Hunger. Wenn er denn überhaupt überlebt. So. Heiltrank. 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 Und die Bomben sind gar nicht mal so eine schlechte Idee. Wo ich die jetzt gerade mal so sehe. Wir haben nur eine Bombe. Hä? Davon hat man doch mal richtig viele. Und die. Ah, da sind die. So, dann kannst du da noch eine hinnehmen. Du nimmst da noch eine hin und so. Und wenn jetzt ein Auge kommt, dann schmeißt er mal eine Bombe. So, wo geht's lang? Da geht's lang. Praktisch, echt praktisch. Da ist unsere Spur. Hier ist der Raum, wo die ganzen Viecher drin waren. Was kommt jetzt eigentlich? Ach, Zoom. Goodie. Das war eine kleine Abkürzung. Hier ist das Schlangenrätsel. Hier geht's hoch. Was war hier? Hier war irgendwas, aber keine Spur. Und da ist die Spur. Da war das leichter als eine Federrätsel. So weit, so gut. Immer noch keine ordentliche Spur.
habe ich hier echt doof gemacht auf der Etage. Man sieht dann mal einen Brocken rumliegen, aber den nächsten sieht man nicht ordentlich. Ah, hier ist das Feuerballrätsel. So. Hier ist wieder eine Spur. Schön, schön. Hier konnten Ratten respawnen. In der Ecke. Sobald wir irgendeinen Schritt hören, sollten wir hellhörig werden. Und hier war auch der Dreher. Dreher. Guck nach Osten, wir gucken nach Osten. Guck nach Osten, wir gucken nach Osten. Und ich höre Schritte. Da ist die Ratte. Sehr schön. Komm, stirb schnell und hab zwei Keulen dabei. Oder drei wären noch besser, aber ich glaube, das geht gar nicht. Also, zwei sind super. Ah, eine. Na gut, wer kriegt als nächstes Hunger? Er kriegt als nächstes Hunger. Noch mehr Ratten irgendwo? Nein, schade. Die Spur geht hier hoch. So, hier kamen jetzt richtig viele Augen. Also speichern wir mal kurz ab. 64 Hunger. Bereiten trotzdem schon mal ein... er sollte erstmal ein Stamina-Dings vorbereiten. Weil von dem ganzen schnellen Rumgelaufen sind die auch so schon runtergegangen, ohne dass sie hungrig waren. So, jetzt Feuerball. Feuerball. Und mal ein Feuerschild. Ah, das war ja kein Feuer, das war Magie. Was sagt meine Liste? Magieschild ist... Das. Dafür brauchen wir eine Flasche in der Hand. Das ist der falsche. Das. So, das müsste gegen die Blitze helfen. Hier sind ganz viele Schilder auf dem Boden. Das ist irgendwie falsch, oder? Ah, oh, jetzt sind wir wieder im Hauptraum. Ich bin nicht dem Dings gefolgt. Hier ist eine Spur. Spur ist gut. Und der Weg nach oben ist noch besser. So, hier war nichts. Hier ist unsere Rumpelkammer. Hier waren die ganzen Augen. Genau, ihr. Bring uns um, du. Ich sagte, bring uns um. So, halt das mal. Der kann sich nicht in die Luft sprengen. Ja, ich merke schon, ich werde zu hektisch. Ich will hier jetzt unbedingt das Essen haben. So geht das gar nicht. Also, Schritt für Schritt. Wir wollen ein Anti-Magie-Schild. Und wir wollen Feuerwehr vorbereiten. Und du brauchst einen Panikknopf. Da. So, folgen wir der... Wo ging es eigentlich da runter? Hm. Ah, wir wollen noch nicht weiter runter, wir wollen weiter hoch. So, also. Irgendwie ist überladen. Du. So, weil du keinen Stamina hast. Ja, Stamina brauchen wir auch noch. So, Stamina. Feuerball und Spur folgen. So, jetzt kommt... Ist der Spruch schon wieder zu Ende? So, so, so. Hier kam jetzt der Feuerstabraum, unsere Lagerstätte und hier kamen die Augen. Heißt, Box in die Hand. O-N-E. O-N-E. Kommt kein Blitz geflogen? Nö. Du bist jetzt Nummer 3. Ich bin jetzt echt absolut angespannt. Da haben wir schon mal wieder ein Stückchen Essen. Wer braucht das? Du brauchst das. Und der Magieschild ist wieder weg. So. Wir sind bei 3 toten Augen. 4 toten Augen. 5 toten Augen.
Gucken, ob wir einen Rekord aufstellen können. Und irgendwas teleportiert sich jetzt hier immer hin und her. Was soll das denn? Egal, hier ist die Treppe hoch. So, jetzt müssten wir auf der Etage sein, wo die Pilze respawnen. Abspeichern. So, hier gab es jede Menge Sackgassen. Das macht es für uns einfach. Hier gab es auch einen Dreher, oder? Osten, Osten, Osten. Osten, Osten, ja. Osten. Das Grubenrätsel, nein. Hier haben wir schon was zu essen, das ist sehr gut. Wer hat am meisten Hunger? Du hast ein bisschen, du hast mehr, weniger. Er hat am meisten. So, also es sieht für mich so aus, als wenn wir das Grubenrätsel rüber müssten, um zurückzukommen zum Pilzraum. Das ist natürlich nicht so toll. Aber was muss, das muss. Klettern wir mal runter. Irgendwie schon wieder überladen. Wer ist es? Keiner? Warum gehen wir dann so langsam? Na gut. Trink du nochmal was? Wir kommen da gar nicht zurück. Was soll das denn? Das wäre jetzt richtig doof. So, hier kommt gleich der Dreher wieder. Wo ist der Kompass? Da ist der Kompass. Aber nach Osten war richtig. So, jetzt sind wir hier gleich wieder vor dem Rätsel. Werden schon wieder langsamer, warum auch immer. Und hier war eigentlich mal eine fliegende Schlange. Das Ding hält ganz schön viel aus. So, aber da kommen wir nicht weiter. Wenn wir da jetzt runterspringen, kommen wir wieder daraus, wo wir eben gerade hergekommen sind. Ah, wo zur Hölle kam der her? Okay, einfach so aus dem Nichts ein Feuerball. Irgendjemand verwundet. Nö. Na gut, gucke ich mich hier mal noch ein bisschen weiter um. Vielleicht gibt es hier irgendwo eine Abkürzung. Weil sonst wüsste ich nicht, wie ich zurückkommen soll zu dem Essen. Das wäre richtig, richtig übel. Ah, dieser Dreher nervt. So, wir müssen nach Westen. Hier sind überall nur Sackgassen. Trinken ist ja schön und gut, aber... Wir wollen essen ganz viel. Irgendjemand ist garantiert... Ah, er ist überladen, gut. Das merkt man immer richtig schnell, wenn er plötzlich das bei den Bewegungen so laggt. Ja, schon besser. So, da geht's runter. Wir wollen nicht runter. Da geht's nicht lang. Und hier geht's auch nicht lang. Nö, es gibt keinen anderen Weg außer den darüber. So, Dreher. Wir können es mit Werfen probieren. Was werfen wir denn mal? Das können wir auch, du, was auch immer du bist. Ah, da kommt ein Blitz. Ich hoffe mal, das Ding ist jetzt tot. So, wir müssen jetzt irgendwo irgendwas auflegen, damit wir... Das Ding ist ein... nicht tot. So, jeder einen Heiltrank. Und dann wird zurückgeschossen. NE. NE. NO, kein Mana mehr. Es kommt nichts mehr. So, was können wir werfen? Wir werfen mal einen Ninja-Stern. Dafür sind die ja schließlich irgendwie auch gemacht, ne? Oh. Krieg langsam richtig eine Hasskappe. Oh. Ein Secret. Ja, schön. Jetzt haben wir Giftbomben gefunden. Ich will aber Essen finden und einen Weg rüber.
Gut, gibt es hier vielleicht irgendwo... Ah, der Teleporter. Ja, super, wir sind hinter dem Grubenrätsel. Tür zu. Hier sind die ganzen Rätselräume gewesen, also das Teleporterrätsel, das Grubenrätsel und so weiter. Das wollen wir alles nicht. Wir wollen dich ganz schnell umbringen und dann weiter nach dem Pilzraum suchen. Wenn er denn auch wirklich auf diesem Level war, da geht's schon mal hoch. Ah, hier. Oh ja, super. Essen, essen, essen. Hallo? Das hier war, glaube ich, die Abkürzung zum Pilzraum. Also war die Pilzraum noch. Hallo? War der Pilzraum noch eine Etage höher? Ja, super. Jackpot. Wird alles eingesackt, aufgegessen. Hallo? Hallo? Und einsortiert. Ah ja, so. Wenigstens das haben wir noch geschafft. So. So, du stirbst jetzt. Denn du musst schön schnell wieder respawnen. Und das ist alles Kriegerlevel. Chop, chop. So. Du hast noch Hunger. So. Du hast noch jemand Hunger? Du hast richtig Hunger. So. Ja, das Pilz- und Wurmessen bringt nicht wirklich viel, aber besser als nichts. Oh, das ist gar nicht der Pilzraum. Ha. Da ist der Pilzraum. Na gut, das machen wir nächste Folge. Also alles aufsammeln und hoffen, dass da was respawnt. Jetzt kommt erstmal ein Cut. LP 065. Bis gleich.